Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich muss wirklich sagen, dass mich die ersten Redebeiträge dieser Debatte echt fassungslos machen. Wir reden hier immer noch über Menschen. Wir reden über Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen. Und ich finde das Gebaren insbesondere der SPD-Fraktion wirklich unwürdig und verantwortungslos. Und ja, die Herausforderungen in den Kommunen sind riesengroß. Das ist so. Die Anpassung an die Klimakrise, die Schaffung von... Frau Schäfer, ich darf gerade mal um Unterbrechung bitten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen der Rednerin oder dem jeweiligen Redner hier das Wort ermöglichen. Ich bitte Sie, alle entsprechend zu verfahren. Vielen Dank, Herr Präsident. Es ist ja so, die Herausforderung in den Kommunen ist riesengroß. Das stimmt. Sei es die Schaffung von OGS-Plätzen, die Anpassung an die Klimakrise und ja, auch die Aufnahme von Geflüchteten. Die Unterbringung, die Integration, die Organisation von Sprachkursen, von Kita-Plätzen. Und ich bin dankbar, dass die Kommunen das jeden Tag in Nordrhein-Westfalen schaffen und dass sie Verantwortung übernehmen und mehr Verantwortung. Jede Kommune in Nordrhein-Westfalen übernimmt derzeit mehr Verantwortung als diese SPD-Landtagsfraktion. Ankommenden Geflüchteten eine menschenwürdige Unterbringung zu geben, das ist Aufgabe des Landes und der Kommunen. Und ja, mit der steigenden Anzahl von Geflüchteten müssen die Kapazitäten erhöht werden, und genau daran arbeitet diese Landesregierung. Und SPD und FDP blenden doch eine Sache bewusst aus. Nicht nur für die Kommunen, sondern auch für das Land ist die aktuelle Situation eine riesengroße Herausforderung. Aber ich habe in dieser Debatte keinen einzigen sinnvollen Vorschlag von Ihnen gehört, wie Sie denn wirklich konkret mehr Plätze schaffen wollen. Und ich hätte einen anderen Anspruch. Ich hätte wirklich einen anderen Anspruch an eine konstruktive Oppositionsarbeit. Wir Grüne haben Oppositionsarbeit immer anders verstanden. Ich finde, Sie werden dem gerade nicht gerecht. Und was ich in dieser Debatte wirklich vermisse, ist Ehrlichkeit und ist Redlichkeit. Alle demokratischen Fraktionen in diesem Haus. Und lassen Sie mich doch einmal ausreden. Kommen Sie doch mal einmal runter. Ich weiß. Ich rede zur Sache, und ich würde gerne an eine Sache erinnern, weil ich es noch so gut vor Augen habe. Wir alle demokratischen Fraktionen hier im Haus waren schon mal in Regierungsverantwortung. Und ich habe noch gut vor Augen, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, wie wir gemeinsam im Innenausschuss gesessen haben, wie wir getrieben wurden von der Opposition. Und ich finde es wirklich traurig, dass die SPD jetzt in dieser Situation reflexartig in genau dieselbe Oppositionsrolle verfällt. Ich finde das unehrlich, und ich frage mich wirklich, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, was habt ihr denn aus der damaligen Situation gelernt? Wo steht ihr eigentlich heute in dieser Frage? So ein ritualisierter Schlagabtausch ist doch unwürdig. Es wird der Sache nicht gerecht. Und ein Versagen des Staates herbeizureden und damit den Vertrauensverlust in staatliche Institutionen noch weiter zu befördern, das ist verantwortungslos. Und ich finde, es wird der Sache, wie gesagt, nicht gerecht. Landesunterkünfte können immer nur in Kommunen eingerichtet werden. Und deshalb braucht es die Bereitschaft und die Kooperation vor Ort. Als schwarz-grüne Koalition wollen wir die hundertprozentige Anrechnung der Landesunterkünfte auf die Aufnahmeverpflichtung der Kommunen. Wir müssen die Ehrenamtlichen vor Ort, die es hier gibt, die total engagiert sind, wir wollen sie stärker einbinden. Und es ist richtig, dass das Flüchtlingsministerium jetzt angekündigt hat, die Bezirksregierung noch stärker bei der Akquise von Flächen und beim Belegungsmanagement zu unterstützen. Das sind wichtige Schritte, die wir hier als Land gehen, um die Kommunen in Zukunft noch besser zu unterstützen.
Und ich will eins noch mal klarstellen: Die derzeitige Zuweisung von Geflüchteten an die Kommunen geschieht ja nicht willkürlich. Es werden vorrangig Menschen zugewiesen, die eine gute Bleibeperspektive haben. Insgesamt haben über 70% der Geflüchteten, die zu uns kommen, eine gute Bleibeperspektive. Und deshalb ist die Integration von Anfang an so wichtig, im Interesse der geflüchteten Menschen, aber auch im Interesse unserer Gesellschaft. Und ja, ich muss den Bund ansprechen. Und auch wenn Sie wieder kritisieren werden, Sie zeigen immer nach Berlin. Aber es gibt geteilte Verantwortlichkeiten. Es gibt eine Verantwortung des Landes, der Kommunen, und es gibt auch eine Verantwortung des Bundes. Und dazu gehört es, dass es ein Gesamtpaket geben muss im Bereich Migration. Dazu gehören Migrationsabkommen mit Herkunftsländern für die Rücknahme bei abgelehnten Asylanträgen, aber genauso für die Schaffung legaler Fluchtwege. Was macht stattdessen Nancy Faeser in der aktuellen Flüchtlingsdebatte? In halbgaren Diskussionsbeiträgen ihren roten Sheriffstern anheften und die flüchtlingspolitische Programmatik der SPD weiter zu verwässern. Und der FDP-Bundesfinanzminister hat immer noch nicht die Zusage gegeben über die Bundesbeteiligung, die dauerhaft sein muss, die dynamisch sein muss, damit die Kommunen und die Länder planen können. Wir haben eine Verantwortungsgemeinschaft von Bund, Ländern und Kommunen, und dem muss auch der Bund endlich gerecht werden. Und eines möchte ich zum Abschluss gerne noch sagen. Ich mache mir wirklich gerade sehr große Sorgen über die Zustimmung zu rechtspopulistischen Positionen in unserer Gesellschaft. Und ich weiß, dass es hier sehr vielen so geht in den demokratischen Fraktionen. Und wir wissen, dass solche Diskurse als Legitimation für flüchtlingsfeindliche Straftaten genutzt werden. Man kann die jeweilige konkrete Situation nicht gleichsetzen, aber den Zusammenhang von Stimmung in der Gesellschaft und Straftaten hat es Anfang der 90er Jahre gegeben in Deutschland. Es hat diesen Zusammenhang 2015, 2016 gegeben. Das ist messbar, das sehen wir an den Straftaten. Und aktuell steigen wieder flüchtlingsfeindliche Straftaten in Deutschland. Und deshalb sind wir als Demokratinnen und Demokraten doch gefragt, unsere demokratischen Grundwerte zu verteidigen. Und ich finde, dazu gehört auch, dass keine Stimmungen entstehen dürfen und dass wir es nicht zulassen, dass sie entstehen, weil Rechte und Rechtsextreme diese als Legitimation für ihre Straftaten nutzen. Und das dürfen wir unter keinen Umständen zulassen. Vielen Dank.